So, dann geht's weiter. Um 10:10 Uhr ist, glaube ich, richtig. Ja, dieses neue Zeitraster verwirrt mich. Ja, herzlich willkommen hier zum nächsten Vortrag: Refrakturieren oder grüne Wiese. Opencaching.de. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Der ein oder andere wird ja sicherlich auch wissen, was Opencaching.de ist. Also, ich hoffe es zumindest. Und von daher viel Spaß bei dem Vortrag und schönes Zuhören. Jetzt? Ah, perfekt. Okay. Dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Vom Themenkomplex her eher etwas anderes Thema. Wir sind eher Anwender von Geodaten und da wir ein Open Source Projekt sind, möchte ich gerne einmal vorstellen, was wir in den letzten Jahren auf unserer Plattform gemacht haben und was wir da sozusagen alles umgesetzt haben. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Thomas Eiling, bin Entwicklungsleiter bei Opencaching e.V., bin der zweite Vorsitzende dort auch. Und bin in der Entwicklung aktiv seit Anfang 2016. Dahingehend möchte ich noch einmal kurz meinem Arbeitgeber ein dickes Dankeschön aussprechen. Der hat mich nämlich heute ohne Wenn und Aber direkt freigestellt, dass ich heute zu dieser Konferenz kann. Ein Punkt, den ich gerade ganz interessant in den Talks noch fand, weswegen mit den ganzen Leuten, die sagen: Okay, offene Daten, offene Geodaten, Shopware ist nur deswegen so erfolgreich, weil Shopware seit fast 5 Jahren ein Open Source Projekt ist und daher auch mein Appell. Open Source ist ein guter Weg und ein richtiger Weg, erst recht für Geodaten aus so vielen verschiedenen Quellen. Zu dem Thema: Was ist Open Caching eigentlich? Wir sind einer der weltweit bedeutenden Geocaching-Plattformen, also zur Alternative zu geocaching.com, sind dahingehend ein kostenfreies und nicht kommerzielles Produkt oder Alternative zu geocaching.com. Es gibt zwei Hauptländerknoten, das ist einmal der deutsche Länderknoten und der polnische Länderknoten, die sich über eine zentrale Schnittstelle halt über die vorhandenen Caches mit der Okapi austauschen können. Dazu einmal Open Caching in Zahlen. Wir sind aktuell auf der Listing-Plattform. Die Zahlen sind von Anfang der Woche, haben wir 72.000 aktive Caches und auch ca. 78.000 registrierte Mitglieder. Allein nur für den deutschen Länderknoten. Wir haben ein Forum darüber oder ein Forum über unser Produkt oder unsere Software mit knapp 60.000 Beiträgen und 1.900 registrierten Mitgliedern. Des Weiteren verwalten wir Informationen oder auch Anleitungen in unserem Wiki, was aktuell 250 Artikel umfasst. Wer oder was steht hinter Open Caching? Das Team hinter Open Caching besteht einmal aus dem Verein, das ist der Trägerverein, der für jegliche rechtliche Haftung für die Spenden und für den Betrieb der Webseite verantwortlich ist. Und natürlich einmal eine Gruppe aus Freiwilligen, die das ganze Ding weiterentwickeln, betreiben, die Server warten und auch den Anwendersupport leisten. Wir sind aktuell 18 ordentliche Mitglieder, davon sind 3 im Vorstand. Und wir haben ein Team, was aktuell aus 13 Mitgliedern besteht und davon haben wir 5 Entwickler. Wie sieht der Status quo aus, als ich angefangen habe, bei OpenCaching zu entwickeln? Es fing damit an, wir hatten eine recht komplizierte Entwicklungsumgebung, die wir einrichten mussten. Wir hatten quasi eine Virtual Box, aber auch keine fertige Virtual Box. Das heißt, wir hatten eigentlich nur eine Festplatte, die vorkonfiguriert war mit der Software. Wir haben uns zum damaligen Punkt auf dem PHP 5.4-Sprachlevel begeben. Wir hatten ziemlich viele Drittanbieter-Software direkt in unserer Quellcode-Verwaltung im Git-Repository mit drin. Smarty, Okapi und den HTML-Purifier und auch weitere Produkte. Wir hatten überhaupt keinen Automatisierungsprozess, keinen Continuous Integration, also alles, was irgendwie das Leben eines Entwicklers leichter macht. Wir hatten keinen einzigen automatisierten Test und, ich sag mal, die Codebase war roundabout 230.000 Zeilen. Wie man auch ganz klar an den Kontributoren sehen kann auf GitHub, im Endeffekt war Open Caching zu der Zeit eine One-Man-Show. Wir hatten einen aktiven Maintainer, der wirklich extrem viel für alles gemacht hat, viel entwickelt hat, aber es war halt eine Person. Dementsprechend eine Person, nicht ausfallsicher. Er hat natürlich auch ein Privatleben, Berufsleben und dementsprechend haben wir Anfang 2016 das ganze Thema versucht, wieder mit mehr aktiven Entwicklern daran zu gehen. Was haben wir als erstes gemacht? Wir haben als erstes den Einstieg, die Einstiegshürde für neue Entwickler genommen. Wir haben nicht mehr dieses komplizierte Ding, okay, ich muss irgendwie 15 verschiedene Schritte machen, damit ich überhaupt eine lauffähige Entwicklungsumgebung habe. Haben wir weggenommen. Wir haben basierend auf Vagrant und CentOS eine neue Entwicklungsumgebung gebaut, die automatisch einrichtet. Das heißt, wenn ihr das Repo auscheckt, ihr macht ein Vagrant ab.
und nach ungefähr 10 Minuten habt ihr eine lauffähige Entwicklungsumgebung lokal. Was haben wir anschließend gemacht? Wir sind hingegangen, haben uns den Quellcode angeschaut und haben gemerkt, okay, wir haben ziemlich viele Abhängigkeiten drin, die wir gar nicht aktualisieren können. Wir hatten eine ziemlich alte Smarty-Version zum Beispiel drin. Auch der HTML Purify war relativ schwer zu aktualisieren, weil er zentral in den Quellcode-Bestandteilen integriert war. Deswegen sind wir damit angefangen, einmal den Quellcode zu normalisieren. Der PSR 1 oder 2 Standard wird dem einen oder anderen Begriff sein. Das ist sozusagen eine allgemeine Beschreibung, wie der Quellcode auszusehen hat. Und haben in dem Zuge auch die ganzen Verzahnungen zwischen diesem Drittanbieter-Software, der Drittanbieter-Bibliotheken entfernt und diese über Composer eingebunden. Was uns dahingehend dann auch beflügelt hat, mein Qualitätstool einzuführen. Vielen Dank auch hier an Scrutinizer. Da wir ein Open-Source-Software sind, bekommen wir auch die erweiterten Features kostenlos. Wir sind mit einem Startscore von 5,26 angefangen und sind jetzt mittlerweile bei 6,67. Der Maximalwert ist 10, also wir haben noch einiges zu tun, wie man sehen kann. Und darauf aufbauend, auf diese, ja, ich sag mal, ein bisschen Art von Motivation zu sehen, okay, die Software verbessert sich weiter, haben wir auch weiterhin automatisierte Tests geschrieben. Wir sind angefangen, haben sogar in der Quellcode-Basis Tests gefunden, die mal Entwickler davor entwickelt haben, die aber gar keiner mehr ausgeführt hat. Also es war wirklich sehr spannend. Wir konnten diese sogar wieder reaktivieren, einmal aktualisieren und wiederverwenden. Was wirklich sehr schön war, muss man sagen. Die Unit-Tests machen wir mit PHP Unit, ein de facto Standard in der PHP-Welt. Und die Frontend-Tests machen wir aktuell mit Behead und Mink. Aktuell haben wir insgesamt 161 Tests und davon werden dann knappe 500 Assertions ausgeführt. Aber was hilft uns dieser ganze Refaktorierungsprozess, wenn wir immer neue Software einbauen? Irgendwann brauchen wir auch eine neue Basis, die uns irgendwie die Arbeit auch ein bisschen leichter macht. Dahingehend haben wir uns dann entschieden, Symfony einzusetzen, um einfach wirklich gewisse Funktionen, das ganze Routing, das ganze Handling von so vielen Sachen, Abhängigkeiten mit Symfony zu lösen. Dort haben wir auch als erstes neues Feature, die Fieldnutzer eingeführt. Ich weiß nicht, wer oder wem ein Fieldnutzer-Begriff ist. Man ist mit einem GPS-Gerät unterwegs, hat seine Cache-Liste mitgenommen, findet gerade seinen Geocache und trägt direkt ins GPS ein, okay, ich habe diesen Cache gefunden, war super toll, beschreibt eine kurze Logbeschreibung und kann nachher, wenn man wieder zu Hause am Rechner ist, diese Nodes, diese Fieldnotes halt exportieren von seinem GPS und bei uns auf dem Portal hochladen und sozusagen automatisch dann auswerten und loggen lassen. Wir haben dahingehend bei der ersten Symfony-Integration versucht, das alte Smarty-basierte Design zu übernehmen, sodass wir die Oberfläche erstmal unangerührt lassen und im Hintergrund sozusagen diesen neuen Kern, den neuen Motor laufen lassen. Was dahingehend uns natürlich auch beflügelt hat, als das schon recht stabil lief, auch weitere Möglichkeiten der Refaktorierung für den alten Quellcode zu machen. Wer sich in der PHP-Welt auskennt, seit PHP 7 gibt es die MySQL-Erweiterung nicht mehr und der aktuelle Quellcode, oder nicht der aktuelle Quellcode, aber der Quellcode, der damals entstanden ist, basiert halt zu sehr großen Teilen auf der MySQL-Erweiterung. Das heißt, sobald wir auf PHP 7 sind, haben wir keine Datenbankverbindung mehr im Legacy-Code-Bereich. Dahingehend haben wir wirklich quasi ein Layer entwickelt, wo wir mit ganz einfachen Mitteln eine Debug-Connection in den Legacy-Code reingeben können und sozusagen peu à peu die alten MySQL-Verbindungen ablösen. Des Weiteren haben wir auch die ersten neuen Funktionen, zum Beispiel ein automatisches Changelog aus unseren Changelog-MD-Dateien, auch damit umgesetzt. Was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn man ein standardisiertes System wie Symfony nutzt, man hat natürlich viele, viele Erweiterungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wer Open Caching kennt, der deutsche Länderknoten bietet Übersetzungen für diverse Sprachen an und die sind 2016 noch alle wirklich in SQL-Dateien gepflegt worden. Also wer jeder weiß, Französisch zum Beispiel in eine SQL-Datei einzufliegen, das passend zu Escape, das ist Horror. Man hat seine CSV-Liste oder so, die man vom Übersetzer bekommt, der sich die Mühe gemacht hat, um die dann wiederum in einen SQL-File zu mappen. Das macht keinen Spaß. Dahingehend sind wir nach Crowding gegangen und haben natürlich einen viel, viel einfachen Übersetzungsworkflow hinbekommen. Das heißt, genauso wie auf GitHub auch, man kann auf Crowding sich einloggen, man sieht, okay, ich bin in der Sprache Französisch, Muttersprachler, ich kann auch Deutsch ganz gut, kann man sehen, okay, diese Übersetzungstexte sind noch nicht in Französisch vorhanden, ich nehme sie mir, übersetze die, liefere die sozusagen aus und ein zweiter schaut nochmal drüber und approve die dann. Ist natürlich viel, viel, viel einfacher, als das Ganze irgendwelche Excel-Listen oder CSV-Dateien hin und her zu schicken, die dann nachher wiederum in eine SQL-Datei zusammenzufügen. Ist wirklich nicht schön. Deswegen auch hier der Aufruf, wir haben eine kleine Auflistung
da stehen. Deutsch, Englisch, Französisch sind wir komplett übersetzt. Wer im Spanischen oder Italienischen mächtig ist, möge, oder wenn er Zeit hat natürlich, sich gerne dran auslassen und partizipieren. Des Weiteren sind wir gerade dabei, auch einen griechischen und einen arabischen Zweig umzusetzen. Da gibt es aus der Community Leute, die gesagt haben, okay, ich bin des Arabischen mächtig, und die sind gerade dabei, das ganze System in die Sprachen auch nochmal zu übersetzen. Was dahingehend natürlich auch noch wiederum wichtig ist, wir haben gewisse Automatisierungsprozesse eingeführt. Ich habe am Anfang nochmal gesagt, wir hatten gar kein Continuous Integration, kein automatisches Deployment, das war alles, ich sag mal, wirklich manuell. Und wir haben in dem Zuge auf Travis CI aufgebaut und mit einem Tool, was ein Arbeitskollegen von mir soweit entwickelt, Jan Philipp, das PSH heißt, sozusagen PHP Shell Helper, was uns ermöglicht, aus verschiedenen Shell-Skripten einzelne Module zu machen, die wir wiederverwenden können und auch environment-spezifisch dann halt wirklich einsetzen können. Das heißt, die Testumgebung hat natürlich andere Zugangsdaten als das Live-System und können auch dementsprechend, sobald wir eine Änderung in unserem Development-Branch haben, automatisch auch einen neuen Export nach CrowdIn fahren. Das heißt, sobald ein Entwickler seine Funktion fertig entwickelt hat und da sind neue Übersetzungsbausteine mit reingekommen, wird automatisch nach einem Merge CrowdIn direkt informiert und die Übersetzer bekommen auch die Information, es gibt wieder neue Bausteine, die genutzt werden können und werden dann auch von denjenigen übersetzt. Eins der wirklich noch größeren Projekte, die wir hatten, ich hatte auch anfänglich erwähnt, dass wir eine zentrale Schnittstelle haben, das ist diese Open Caching API, worüber wir zwischen verschiedenen Länderknoten kommunizieren können. Das heißt, die polnische und die deutsche Quellcode-Basis ist nicht identisch mehr. Das hat sich vor vielen Jahren mal aufgetrennt. Aber mit der OKAPI haben wir eine zentrale Schnittstelle, die für jeden Länderknoten sozusagen die gleiche Sprache spricht, die Möglichkeit, und daran arbeiten wir auch aktuell, zum Beispiel im polnischen Bereich könnten wir auch oder können wir bald auch die polnischen Caches anzeigen. Das heißt, ihr seid sonst im deutschen Bereich unterwegs, seid auf opencaching.de, möchtet aber irgendwo in Polen oder sonst wo Urlaub machen, dann könnt ihr trotzdem über unsere Plattform die Caches suchen und sobald ihr einen Log oder so macht, wird das über die OKAPI dann auch wirklich zu diesem polnischen Netzwerkknoten übertragen. Macht natürlich für euch als Anwender die ganze Geschichte etwas charmanter, ihr braucht nicht wieder diverse Accounts, müsst das Ganze dann auch nicht irgendwie verwalten und die Übersicht behalten, wo jetzt genau was zu loggen ist. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Status quo von heute. Wir haben, wie man sehen kann, dadurch, dass wir mittlerweile eine zweigleisige Geschichte fahren, die Quellcode-Basis fast mehr als verdoppelt. Wir liefern aktuell, und das ist nämlich gleich auch der eigentliche Kerninhalt dieses Themas nochmal, ein zweigleisiges Frontend aus. Wir haben am Anfang überlegt, wir refaktorieren, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man wirklich einen größeren Schnitt machen muss. Und bei den Funktionen, die Open Caching aktuell bietet, ist das mit einem freiwilligen Entwicklerteam einfach nicht machbar. Wir haben fast ein ganzes Jahr entwickelt und wirklich den Hintergrund, den Motor ausgetauscht und wirklich erneuert. Aber mal eben so die Karosserie, das Frontend einfach auszutauschen, das ist für uns in der Entwickleranzahl leider nicht möglich. Dahingehend haben wir uns dann entschlossen, wirklich auf der, ich sag mal in Anführungszeichen, Grünwiese neu anzufangen und wirklich jede einzelne Funktion, wir sind jetzt gerade dabei, die Suche umzusetzen, ins neue Responsive Web Design umzubauen. Und diese dann sozusagen auch den Nutzern schon anzubieten. Das heißt, wenn jemand gerne das mal testen möchte, sieht er, okay, die neue Suche ist fertig, er kann sie ausprobieren. Wenn aber noch nicht alles rund läuft oder irgendwo noch Fehler da sind, kann er immer wieder ohne Probleme in sein altes Design, in seine alte Oberfläche reingehen und einfach seine gewünschten oder gewohnten Funktionen dort auch nutzen. Man sieht jetzt hier auch ganz klar schon, wie diese Kontributoren sich seit 2016 erweitert haben. Wir sind mittlerweile ein festes Team von zwischen 5 und 6 Entwicklern, wie man hier auch sehen kann. Aktuell aktiv noch 5. Und das ist natürlich deutlich schöner, wenn es nicht nur ein Mensch ist oder ein Entwickler, der daran arbeitet, sondern eine größere Gruppe ist. Man kann sich gegenseitig austauschen, wenn einer mal im Urlaub ist oder irgendwelche Probleme gibt. Es bleibt nicht alles oder jede Aufgabe an einem hängen. Und das motiviert natürlich deutlich, wenn man in einer Gruppe arbeitet und nicht allein von dem ganzen Haufen steht. Wie sieht unsere aktuelle Webseite aus? Also wer opencaching.de noch nicht kennt, ich würde es mal recht frech formulieren, recht altbackend, also nicht unbedingt einladend, sehr, sehr überflutet mit Informationen. Wenn man zum Beispiel auf Google geht, im Endeffekt ist es ja erstmal zentral nichts anderes, ich möchte was suchen,
in unserem Fall, ich möchte einen Geocache suchen, den ich irgendwo in meiner Nähe finden kann, den ich locken kann. Ich weiß erstmal gar nicht, was los ist. Also hier wird wirklich alles angeboten von aktuellen Newsbeiträgen, von Forenbeiträgen, von irgendwelchen weiterführenden Informationen. Aber im Endeffekt weiß doch ein Nutzer, der noch gar nicht weiß, was eigentlich wirklich Geocaching ist, was er hier überhaupt machen soll. Und dahingehend habe ich mal ein paar Screens schon mal mitgebracht, wie zum Beispiel wir uns aktuell vorstellen, wie die neue Webseite aussehen soll, erst recht die Startseite. Auch dahingehend, die Suche soll weiterhin unser zentraler Bestandteil bleiben, aber den möchten wir mehr hervorheben. Wir haben weiter oben immer noch die Möglichkeiten, uns natürlich in die verschiedenen Länderknoten oder Sprachen zu bewegen. Wir können uns auch genauso gut einloggen oder registrieren und haben dann natürlich zentral im Mittelpunkt stehend die Suche, weil das ist das, was Open Caching im ersten Schritt ausmacht. Es kommt ein Anwender, er möchte Geocaching betreiben, er möchte nicht unbedingt auf geocaching.com, möchte dort Geld ausgeben, damit er irgendwelche qualitativ hochwertigen Caches findet, sondern er möchte einfach einer freien Alternative sozusagen suchen. Das Gleiche kann man zum Beispiel jetzt auch hier sehen, in der Designkonzept der Suche. Auch hier sind die einzelnen Einträge, die wir direkt finden können, im Mittelpunkt direkt zu sehen, wie schwer ist ein Cache, welche Terrainwertung hat das Ganze. Man hat auch wirklich ein vernünftiges Menü, sodass man in seine eigenen Einstellungen überall hinkommt. Und auch hier wiederum, wir wollen uns auf das Wesentliche reduzieren und nicht erstmal Benutzer mit allen möglichen Informationen überschlagen. Es ist zum Beispiel aktuell in der Suche möglich, ich glaube, es gibt 8 oder 10 verschiedene Eingabefelder. Man kann einmal eine reine Postleitsuche machen, man kann nach Orten suchen, man kann wiederum auch eine Radiosuche machen. Und wer das Ding nicht schon vor ein paar Mal benutzt hat oder irgendjemanden hat, der ihm das erklärt, ich bin erstmal die ersten Wochen vollkommen gescheitert in dieser Suche, weil ich einfach nie wirklich wusste, wie komme ich denn jetzt an meine Ergebnisse. Okay, das war eigentlich im Großen und Ganzen unser Ausblick. Wir haben auch in dem Zuge noch weitere Sponsoren bekommen, wofür ich mich auch einmal in diesem Rahmen einmal bedanken möchte. Wir sind einmal von Atlassian für Confluence und Jira komplett gesponsert. Wir kriegen auch das ganze Crowd-In gesponsert, weil wir ein Open-Source-Projekt sind, bis zu 5000 Übersetzungen in beliebig vieler Sprache. Das Gleiche auch, was für uns das Leben wirklich erleichtert hat, war das Tool Sentry. Das ist sozusagen, sobald irgendeine Fehlermeldung in der Applikation auftaucht, gibt es eine zentrale Stelle, wo diese gemeldet wird. Und wir können direkt im Team sehen, ah, okay, das ist eine Änderung, die habe ich letztens gemacht, ich kümmere mich drum, fixe, ich mache einen Pull-Request und dann lösen wir das Problem. Genauso ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil wir halt spendenbasiert sind, wir haben sonst keine weiteren Einnahmen, das Sponsoring von Host Europe, die übernehmen 75% unserer laufenden Kosten fürs Hosting, was natürlich schon ein immenser Teil ist. Ich glaube, sonst könnten wir das Ganze auch gar nicht mehr betreiben. Wir haben dahingehend auch Browser Stack, wer das nicht kennt, ist eine Möglichkeit, auf verschiedenen Endgeräten relativ einfach auf die Webseite zu testen. Travis CI, um den ganzen Automatisierungsprozess zu machen. Code Coverage ist aktuell jetzt seit kurzem auch mit auf der Sponsorenliste gekommen, damit wir einfach wirklich die kontinuierliche Verbesserung unserer Code- oder Quellcode-Abdeckung für oder von den Tests sehen können. Und zu guter Letzt haben wir für jeden aktiven Entwickler von PHP Storm auch eine PHP Storm-Lizenz, was natürlich super genial ist, weil es ist einfach wirklich in der PHP-Welt das Tool der Stunde, also ich möchte nicht mehr ohne arbeiten. Dann haben wir zum Schluss noch einen kleinen weiteren Ausblick. Wir werden diese Oberfläche weiter aufbauen. Wir arbeiten aktuell auch an einem neuen Datenimport, das heißt zum Beispiel, ich möchte von geocaching.com rübergehen nach opencaching.de, möchte aber nicht jeden Cache einmal manuell abgleichen. Dafür kann man sich einmal die Funde herunterladen und automatisch bei uns abgleichen. Des Weiteren möchten wir natürlich mehr automatisierte Tests entwickeln und auch bessere Demo-Daten generieren, damit die Entwicklung für uns noch einfacher wird. Nichtsdestotrotz, um nochmal abschließend zu diesem eigentlichen Thema zu sagen, es gibt immer zwei Wege, wie man natürlich so einen Erneuerungsprozess machen kann. Wir sind für uns, ihr habt gesehen, wir haben ziemlich viel technische Sachen mittlerweile schon umgesetzt, aber wenig für den Benutzer. Wir sind von unserer Ansicht her mit diesem reinen Refaktorierungsprozess, ich würde jetzt nicht sagen gescheitert, aber das war nicht für uns der Weg, mit dem wir wirklich sagen können zu der Community, hey, diese Webseite lebt noch, wir entwickeln auch neue Dinge, nicht nur für, sag mal, Technik-Nerds, sondern auch für den Benutzer, der wirklich sagen kann, okay, ich kann jetzt bald sagen, von Geocaching komm, ich nehme meine ganzen Listings oder meine Funde mit, übertrage sie und wir arbeiten aber trotzdem laufend an einer weiteren Verbesserung. Deswegen ist für uns Refaktorierung ein wenig nach hinten gegangen. Wir haben uns deswegen auf, ich sag mal, grüne Wiese halt eingeschossen oder beschlossen, das so zu machen, um wirklich auch in kürzeren Abständen neue Funktionen ausliefern zu können. Nichtsdestotrotz,
Damit bin ich jetzt am Ende des Vortrages. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diejenigen, die nicht Open Caching kannten, hat es einen kleinen Einblick gegeben und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke für den Einblick. Gibt es denn Fragen? Ja, danke für den Vortrag. Meine Frage ist, wie hat denn die Community reagiert auf die neue Website? Bis jetzt muss ich sagen, sehr positiv. Also das hat uns sehr gefreut. Vielleicht auch noch, das habe ich noch vergessen einzutragen, wir haben, seitdem wir wirklich aktiv auch in dieser Kommunikation gehen, auch steigende Besucherzahlen. Also wir sind jetzt im Schnitt um die 1000 Besucher, die wir am Tag haben, also wirklich unique Besucher. Und da sind diese ganzen Abgriffe, zum Beispiel wer CGO kennt, der kommuniziert mit der API von uns, die sind noch nicht mal mit drin. Und das ist natürlich ein schönes Feedback, was wir auch, ich sag mal so einfach mitbekommen, aber auch in unseren Podcast, den wir einmal im Monat, immer am ersten Sonntag des Monats halten, bekommen wir bis jetzt positives Feedback. Also, bitte? Sagen wir 20-30% sind es mehr geworden. Es kann natürlich auch andere Effekte einfach haben, weil es jetzt einfach unser Datenteam halt auch die ganzen Cache-Leichen halt wirklich systematisch kontrolliert, die Owner anschreibt und guckt, dass wir wirklich nur aktive und gepflegte Caches haben. Was nämlich früher vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren nur anfing, ja, opencaching.de, da sind ja nur veraltete Caches, da finde ich ja nie was. Das kann natürlich auch einen Effekt haben. Aber nichtsdestotrotz, für uns geht es einfach von den Statistiken her weiter nach oben. Das freut uns natürlich sehr und das motiviert, weil es ist ein Projekt, wo jetzt nur Freiwillige arbeiten. Es kriegt kein Mensch da irgendwie einen Cent Geld. Man macht es halt für ein bisschen Ruhm und Ehre oder wie sagt man das da so schön, ein bisschen Anerkennung auf GitHub oder wo auch immer. Genau, GitHub war ein Thema. Das heißt, der Code liegt auf GitHub. Vollständig Open Source. Das wäre meine Frage gewesen und hier gibt es noch einen. Genau. Genau, wer Lust hat zu partizipieren, Entwickler sind immer herzlich eingeladen. Ja. Wisst ihr ungefähr, wie viel Zeit die 5 Entwickler investieren? Ich habe meine Zeit jetzt mal ungefähr gestreckt. Ich bin schon fast im 4-stelligen Bereich, die ich da investiert habe in das Projekt, ja. Das ist, müsste jetzt in den nächsten Wochen die über 1000 Stunden haben. Ich habe also so grob, schreibe ich sie mal mit, einfach nur für einen selber, um zu wissen, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Aber ja, macht halt Spaß und ja, aber Open Source Arbeit, ne? Genau, ich wollte sagen, bist du hier genau richtig und da kann man sehr schnell sehr viel Zeit investieren. Gibt es sonst weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, danke ich nochmal für den sehr interessanten Vortrag und dann geht es zur Kaffeepause und dann treffen wir uns hier gleich wieder. Dankeschön.